Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind auf dem Weg in unser nächstes Reiseland. Wir hatten bei Facebook mal gefragt, wo ihr glaubt, wo es hingeht. Und ich glaube... Niemand hat es erraten. Nee. Und ich glaube, ihr wart auch ein bisschen verwirrt, weil wir gesagt haben, 3 Tage Anreise. Ihr habt Kontinent gewechselt und Südamerika und Galapagos und Osterinsel. Richtig geile Idee, ne? Aber darauf irgendwie gekommen, dass wir vielleicht mit dem Bus anreisen, die meiste Zeit der Strecke, ist niemand. Denn niemand von euch ist auf... Mauritius gekommen. Ja, Leute, geil, ey. In irgendwie 1,5 Stunden geht unser Flieger. Wir sind jetzt am Flughafen in Johannesburg. Wir saßen 30 Stunden fast im Bus von Windhoek nach Johannesburg. Sind dann angekommen in Johannesburg, sind dann bei einem Couchsurfing-Host geblieben, bei dem wir schon mal waren. Das war richtig cool, haben wir nochmal zusammengesessen. Und ja, heute Morgen sind wir dann los, 5 Uhr. Ich eigentlich nicht. Ich konnte gar nicht schlafen heute Nacht. Ich bin so aufgeregt. Das einzige Problem für uns wird sein, das Wetter auf Mauritius ist richtig scheiße. Aber wir hoffen das Beste. Das wird schon. Wir hoffen das Beste. Wir haben die erste Unterkunft gebucht. Ja, gleich geht's los. Wir sind angekommen an unserer ersten Unterkunft in Trois-Dus. Spricht man das so aus? Ich hatte nie Französisch in der Schule, daher, sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Viele Touristen haben wir nicht gesehen, es ist gerade Nebensaison. Für uns natürlich wieder super. Und unser Gästehaus hier, das ist, ich weiß nicht, Luftlinie, vielleicht 200 Meter oder 300 Meter vom Meer. Ja, und jetzt sind wir hier gerade da. Unser Bett muss noch bezogen werden, aber das Zimmer der Knüller, wir zahlen hier 9 Euro die Nacht. Ja, wir schauen uns das dann gleich mal an, was es hier so gibt. Da vorne haben wir schon gesehen, da wird frisches Brot gebacken. Hier gibt es überall so kleine Stände, die so Obst verkaufen und so. Ich habe auch schon Bier gesehen. Ja, yes. Yeah, Bier. Das mauritianische, wie nennt man das? Mauritianische, ihr wisst schon. Bier heißt Phoenix. Ja, das kaufen wir uns gleich mal. Ne? Hier ist natürlich richtig geil, weil direkt an unserer Unterkunft ist so ein kleiner Shop angeschlossen. Und das Erste, was unser Vermieter gesagt hat, da gibt es auch Bier. Sehen wir so aus, ja? Als ob wir gleich Bier brauchen. Wir fahren heute rüber zu Île aux Cerfs. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wie gesagt, ich hatte nie französische Schule. Diese paradiesische Insel mit diesen türkisen Stränden und alles. Ja, und wir hatten ja im Voraus gelesen, dass die Preise dafür wohl richtig hardcore sein sollen. Auch für die Überfahrt irgendwie 30 Euro plus. Wir haben nur 9 Euro bezahlt, ohne zu verhandeln. Wieder Glück gehabt in unserer Unterkunft. Ja, und jetzt sind mit uns, glaube ich, jetzt hier noch so 6, 7 andere Touris. Ja, und in 5 Minuten kommt das Boot. Und dann fahren wir rüber. Ja, wir sind jetzt hier angekommen auf der Insel. Die Überfahrt dauert 10 Minuten mit dem Speedboot, also wirklich schnell. Ja, wenn man ankommt, ist natürlich alles komplett überrannt mit Touristen, wobei es geht gerade. Aber wir sind in der Nebensaison unterwegs. Aber wir wollen jetzt mal suchen, ob wir ein Plätzchen finden. Abseits. Ja, wo wir vielleicht ein bisschen ungeschärft sind. Ja. Wir haben ihn gefunden, den perfekten Platz, also für uns zumindest. Tada! Ey, vor 2 Tagen standen wir noch im dreckigen Johannesburg und da haben uns gefreut, dass wir bald hierher kommen. Und gestern Nachmittag sind wir gelandet. Ja, und heute spontan hier, also geil! Hammer! Ich kann es nicht mehr abwarten, der ist schon rein. Ich habe jetzt noch ein paar Fotos gemacht, aber jetzt kann ich auch nicht mehr warten. Jetzt geht's rein! Ja, wie schön ist es, einfach mal nichts zu machen. Ne? Nach den letzten Roadtrips und dann durch Südafrika, Botswana, Namibia sind wir immer rumgefahren und hatten irgendwie nicht wirklich viel Zeit zum Entspannen. Ja, aber heute ist irgendwie der erste Tag, wo wir so richtig so... Nichts machen. Nichts. Wir sind selbst zu faul, irgendwie rumzulaufen, um Fotos zu machen. Also ich habe es gerade gemacht, weil halt das Licht gerade so schön war. Aber am liebsten würden wir einfach nur hier liegen, nichts machen und chillen. Leute, wenn ihr immer noch in euren Köpfen habt, dass Mauritius nur was für Reiche ist und für Leute, die Geld haben, nee. Guckt einfach mal hinter uns. Ja, das ist halt... Das ist wie so ein bisschen zum Ballermann. So ein bisschen. Die Realität gerade hier, ne? Und hier werden sie halt alle abgeladen und von hier machen sie halt ihre Touren. Dieses Parasailing, dieses Bananenboot, was sie alle haben.
Wenn ihr plant, hierher zu kommen, was wir euch empfehlen können, wenn wir hier die Preise sehen und das vergleichen mit dem, was in unserer Unterkunft angeboten wurde, ist das hier mehr als 2,5 bis 3-mal so teuer. Also wenn ihr Bock habt auf Parasailing, Tubing, Bananaboot oder was auch immer, bucht das in diesem kleinen Ort, bevor ihr hierher kommt. Weil da zahlt ihr echt nur ein Drittel. Das ist ein absoluter Witz hier. Hier dieses Tubing, wo man auf diesem auflassbaren Ding da sitzt und einfach nur hinterm Boot hergezogen wird, 25 Euro. Wir sind jetzt auf dem Weg und suchen mal einen Streetfood-Stand, der uns leckeres Essen verkauft. Ich würde euch gerne verraten, wo wir gerade sind, aber ich weiß es nicht so genau. Wir sind in irgendeinem kleinen Straßenstand oder was weiß ich. Straßencafé gegangen. Wir konnten uns auch nicht verständigen mit dem, was wir bestellen wollen. Wir haben ja auch auf den Nachbartisch gezeigt und die haben da irgendwie so eine Suppe mit ein paar Löschen oder sowas. Genau. Drin. Und jetzt haben wir gesagt, das möchte ich jetzt auch bestellen. Das haben wir jetzt auch bestellt. Schauen wir mal. Ja. Schmeckt gut. Es schmeckt wie Fleisch. Aber warum lachst du? Sieht aus wie Fleisch. Das sieht aus wie Fleisch, das schmeckt irgendwas mit Zwiebeln und so Zwiebeln-Nettbällchen. Ja, dieses ganze Gericht hat irgendwie, es hat so einen Hauch Asiatisches, ich weiß nicht warum. Aber der Löffel sieht aus wie so ein Löffel, den man in China-Restaurant bekommt. Und dann die Suppe, die da drin ist, das erinnert uns halt irgendwie so ein bisschen an Miso-Suppe. Also so eine Suppe, die nach nicht viel schmeckt. Und in Miso-Suppe haue ich mir zum Beispiel mal Sojasauce rein und sowas. Und hier haut man dann halt dieses Knoblauchwasser rein und Chili und dann schmeckt die richtig gut. Und man sieht halt überall dieses Straßenessen, was es hier gibt, das ist so ein Mix aus ganz vielen, vielen verschiedenen Kulturen. So kreolische, chinesische und gestern haben wir so ein Biryani-Chicken, so ein typisch indisches Curry gegessen. Und das ist ganz interessant, ja. Mal gucken, was wir da auf unserem Kochkanal dann irgendwann draus machen. Ja. Wir haben gerade bezahlt, ratet mal. Ungefähr ein bisschen mehr als 90 Cent, vielleicht so 92 Cent hat uns jetzt so ein Ding gekostet. Genau. Also super, ja, super. Ich meine, satt wird man jetzt davon nicht. Wir haben vorhin auch schon so einen kleinen Wrap oder sowas gegessen. Ja. Das ist aber trotzdem, das ist voll geil. Ja, für unser ganzes Essen heute, was wir auswärts gegessen haben, wir haben an verschiedenen Ständen kleine Sachen gekauft. Okay. 2,50 pro Person für alles. Und wir sind satt.